Klimaanlage an, ne? Muss also ich auch. Interviews kann ich heute keine geben. Ach, ja. Oh, schade. Also du machst schon wieder. Die Ausreden sind drauf. Morgen. 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 Ole! Wenn es im Schatten ist, weil der Stein heizt sich ein bisschen auf. Der heizt sich auch, glaube ich, schneller auf dem Stein wie auf dem Holzbrett, oder? Der Holzbeine kann ich sie schöner ziehen. Ja, machst du oder so? Ja, ja gut, wir haben mal. So weit ja. Drei Monate neu. Tja, und was, wenn die Pizza fertig ist, dann hau ich einfach noch mehr schönes Olivenöl drüber. Das macht das Ganze ein bisschen saftiger. So, und zack, durchschneiden. Moment, wenn du mal so weit bist, dass du deine Pizza machst, ja, daheim, also dann gehst du zu den Italienern, dann wirst du echt anspüßen. Du weißt schon, ob das ein Loser ist oder nicht. Schau mal, wie schön der aufgeht am Rand. Und die Neapolitaner sagen immer, wenn du so eine neapolitanische machst, wenn der Rand besser schmeckt wie die Pizza selber, dann hast du vorne. Also wenn das Rand schön knusprig ist und saftig ist, und da dürft ihr gern probieren. Aber es ist sehr heiß, gell? Habt ihr ja gesehen. Moin Freunde und hallo zu Wappen Barbecue. Wie wir euch erzählt haben, sind wir auf dem Merklinger Treffen und Lars möchte nicht so gerne aufs Bild, weil das ein bisschen Kameraschwein hat. Ich halte ihn in meinem starken Arm und deswegen würde ich sagen, wir haben zwei ganz tolle Sachen vorbereitet. Was denn? Picanha, das ist da hinten. Moment. Das ist von mir gemacht. Also ich habe das ja vorhin gekriegt. Und du hast hier diese beiden Stücke. Ich dachte, wir sind beim vegetarischen Veganer Treffen. Ja, sind wir. Ah, das ist alles in Ordnung. Ja, aber wir müssen uns ja nicht an Spielregeln halten. Nein, okay. Also von daher. Wir haben Picanha vorbereitet und zwar schon eine Ribeyes und Die machen wir jetzt gleich. Womit wollen wir anfangen? Mit deinem Picanha. Gut, ich schneide mein Picanha auf und. Ich habe gar nicht verstanden, du schneidest dein Bikini auf. Nein, das mache ich nicht. Gut, okay, also ran ans Picanha. Aufgeschnitten und den haben wir schön hier auf den Spieß gesteckt für die Rotisserie von Merklinger. Ihr sicherlich da hinten gesehen, das ist das neueste Gadget von Merklinger. Das war dein Bier. Und ich sag mal so 250 Grad hat sie jetzt gehabt, so ungefähr eine Stunde. Und ich würde sagen, ich hole den Spieß mal raus und dann komme ich da ans Brett. Aber vorher sind die beiden Stücke Fleisch da. Ja genau, da kümmere ich mich jetzt drum. Du machst da weiter, ich mach hier weiter. Ich sehe das schon, ihr seid ja zahlreich hier erschienen. Wir sind hier nun extra aus Friesland angereist, gestern und heute. Um hier so ein bisschen was für euch zu machen. Und da Ole ja nun den Spießer macht und ich ja hier die Flammen der Liebe machen darf, haben wir hier zwei wunderbare, geile Ribeyes, die auch eine richtig schöne Größe haben. Und davon haben wir insgesamt vier Stück. Zwei ziehen hier, das ist ein ganz lustiges Wechselspiel heute, zwei ziehen indirekt vor, werden dann indirekt nachgegrillt und zwei werden direkt angegrillt und ziehen danach indirekt nach. Mal gucken, ob er da einen Unterschied schmeckt. Und da Ole jetzt den Platz braucht, nehme ich jetzt diese zwei süßen Stücke und schmeiße sie da drauf. So, in dem Zustand seht ihr sie in 20 Minuten nicht mehr wieder. Wenn ihr nochmal Fotos machen wollt, kommt gerne hier einmal rum. Dann seid ihr aber eventuell mit auf dem Bild. Super, ne? Kann sich ja nicht aussuchen. So. Aber ist das schön, dass wir das mal hier so ungefiltert machen? Genau. Eieieiei. Picanha-Spieß. Jeder kennt eigentlich ja den Tafelspitz und keiner mag ihn so gerne, weil das irgendwie so ein zähes Stück Fleisch ist für viele. Aber ich habe das gerade schon ein paar Mal gesagt, es muss einfach Zeit rein. Und wie gesagt, die Rotisserie, die
tut echt ihr Mögliches da. Das ist wirklich hervorragend. So, ich nehme mal die beiden. Oh, ich denke mal, die war jetzt schon eine Stunde, Stunde 20, sowas die Ecke, hat sie schon gehabt. Ne? Also das war schon. Aber ich sag mal so. 250 Grad, oder? Ja, so zwischen 200 und 250 Grad. Also wir fallen jetzt in der Temperatur ein bisschen ab. Ne? Aber es ist ja schön über Merklinger. Du kannst hoch einschießen und lässt sie dann ab. Ja. Gerade bei der Rotti, wir hatten jetzt von der Falle mal einen Nutzbraten drauf. Du hast von außen schon schön die Röster oben und dann zieht das richtig schön an. Also, das ist nun schon eine Top-Ergänzung. Ne? Nehmen wir mal die Klammern weg. Ja, die sind wahrscheinlich heiß. Nee, die sind nicht heiß, Lars. Nee, die sind nicht heiß. Die sind nicht heiß. Messer im Armsteck gepasst. Finger vorne verbrannt. Ich nehme jetzt erstmal zwei Stücken runter. Können wir erstmal aufschalten. Oh, die muss ich andersrum aufhaben. Perfekt. Ah, siehst hier natürlich jetzt auch schon richtig krass den Rauch ran, ne? Ja. Machst du das öfters? Nee, ist das erste Mal. Ah, schön. Noch sieht's. Wir sind die Versuchskaninchen. Ja. Ihr könnt ja dir mal sagen, wie es geschmeckt hat, ne? Ja. Wenn wir noch können. Ja, genau. Junge, ne, wa? Auch hier, ne? Rauchring. Richtig tolles Ergebnis. Ja, und das nach einer Stunde, das kriegst du mit manchem Smoker. Ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt keine Kerntemperatur gemessen. Wir haben ihn einfach nur drauf gelassen und einfach durchdrehen lassen. Ne? Soll ich messen? Du kannst gerne messen, aber brauchst du eigentlich nicht mehr. Nachher mal 80 Grad. Ist alles gut, ja. Wir haben kein Kerntemperaturmessgerät dabei. Genau. Oh, sieht schon gut aus. Ich leg da mal ein Spürchen. Ja, tut mir gleich mal einen Gefallen, wenn ihr es probiert. Ein Stück ohne Gewürz und ein Stück mit Gewürz. Genau. So, ich leg mal hier so ein bisschen die Tranchen hin. Genau. Könnt ihr die so wegnehmen. Tafelspitz landet ja sonst eigentlich, wenn du es beim Metzger nicht verwertest, eher im Gulasch. Ne? Ja, also ist eigentlich ja Schmorgericht, ne? Aber ich denke mir, heute gibt es mal, ich kann ja, eigentlich kennt man das ja, dieser Spieß wird ja immer auf dem Teller aufgeschnitten. Die gehen ja immer mit dem Spieß rum, die unsere lieben Brasilianer. Und das hier ist jetzt nichts anderes. So, dann würde ich sagen, wer will, ran. Aber in Brasilien schmecken sie besonders gut. Ja. Ich durfte 6 Wochen genießen. Tatsächlich? Sushi ist was anderes als wenn ich Der Steakpfeffer hat Haue, ja. Da müsst ihr mit aufpassen. Da geht richtig, da geht der Punk ab. Viel Spaß! Schneide bitte einmal hier durch, würde es am gleichen Stück ausprobieren. Mit. Was ist mit euch? Wollt ihr ein bisschen Picanha probieren? Auf jeden Fall. Deswegen arbeitet ihr so schnell. Merkt ihr schon. Ja, da ist was hinter, ja. Ja, da habt ihr ordentlich was dran. Also ich glaube, da müssen wir in der... Da müssen wir noch mal drüber gehen. Da müssen wir noch mal... Gut, ich hab schon Angst, ja. Uiuiui. Das ist schon... Nein, sind Prototypen. Nein. Sind absolute Prototypen. Und? Und, ist das okay mit dem Pfeffer? Kann der Pfeffer so bleiben? Der ist scharf, oder? Der ist, Der ist scharf, macht er. Ja, okay, dann eher nicht. Ja, dann würde ich auch. Boah. Sehr schön. Der brennt gut nach. Scharfe Probe, Bestände. Das hat schon. Also bei Erkältung gut geeignet. Macht ja, da brauchst du bloß die Nase reinhalten, dann passt das. Ja. Oder richtig gut. Also. Aber das ist Tafelspitz ist. Das ist im Prinzip ein günstiges Stück Fleisch. Ja. Trotzdem gucken, ob ich noch mal probieren darf. Das schaffen wir nicht selber. Na, aber klar.
Hervorragend. Hast du das gewonnen, Dani, oder was? Ja, absolut. Darf man das auch probieren? Das war alles. Das hat Uli extra für euch gegrillt. Habe ich mir extra hier hingelegt, damit das überbleibt. Das ist ja Fleisch. Das Tafelspitz. Das Fleisch, das ist überhaupt nicht, also das habe ich echt nur geschnitten, aufgespießt und drehen lassen. Nicht vorher. Da ist nichts dran. Nur aufspießen, drehen lassen, genau. Und fertig. Genau. Was man machen kann, wirklich was man machen könnte, ist tatsächlich noch ein grobes Meersalz oder sowas. Aber weil ich habe das deswegen nicht gemacht, weil wir in dem, in dem, da ist auch ein bisschen Salz drin, man schmeckt es vielleicht. Hey, Peter, Salz ist nicht erwähnt worden. Die Salz. Aber ich glaube, das, was wir hier erwischt haben, ist in der Tat die schärfere Variante. Ole, hast du noch hier Tafelspitze? Ja, bin ich bei. Also Chili ist definitiv drin. Hm. Wo? Nein, im Gewürz. Wo? Wo? Schmeckt nichts mehr. Von was sprechen? Ich auch sehe. Aber dann kannst du es auch bei McDonald's essen gehen. Jetzt kannst du beim Essen. Du wirst ja das hier mit McDonald's vergleichen. Nee, jetzt wo du Edis erschmeckst. Selbst dann nicht. Selbst dann der Mund anderes ist. Ihr müsst aber auch eben sehen, wie elegant Ole das aufschneidet. Ich dachte, aber er hat halt immer noch das falsche Messer, gell? Das ist hey, du, ganz ehrlich, ich hab's zweimal jetzt angesprochen. Ja. Ich renn da nicht hinterher. Soll ich das managen für dich, oder? Ja. Ja. Das muss ich jetzt. Ich glaube, das muss ich weitergeben. Ganz ehrlich, wer geht jetzt auf diese Stöcken? Hoffentlich jeder. Auf welche Frage? Nein, nein! Siehst du, du musst nur den inneren Schweinhals weg. Nein, 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 gar kein Thema. Ich wollte dich nur, ich hatte den Anschein, ich wollte dich fertig schneiden lassen. Ich bin genau richtig. Aber dein Kollege, der wollte schneller. Da muss ich bin Vegetarier. Ja, ich mach's jetzt. Es gibt auch dicke Vegetarier. Das habe ich jetzt nicht gemeint, das hast du ausgerichtet. Ja, die heißen dann Biotunnel mit Fleisch. Bevor ich in den Haushalt meiner Frau einzog, hatte sie noch ein Schwein und da kam ich, musste die Reste verwerten. Und das Gewürz ist sehr scharf, oder was? Das Gewürz, ja. Ja. Mit Vorsicht. Am Anfang sehr gut vom Geschmack und dann brennt es etwas nach. Ja, ja. Also ich glaube, hier haben wir die scharfe Variante erwischt. Wir haben einfach ja die milde Variante und einmal die scharfe. Aber für eine Stunde, eineinviertel Stunden auf dem Drehspieß und dann tatsächlich als Picanha, also es ist ja... Entschuldigung. Was hast du jetzt da gemacht? Ja, mit Vortringer. Ja, und jetzt ist schon nichts, gell? Haut schon hin, ne? Ja, ich bin auch extra 400 Kilometer hierher gefahren, komm. Wir lassen sehen. Doppelte, doppelte, doppelte. Jetzt kommen wir im Video, gell? Herr Spieße. Oh, aber wie kannst du mir bitte so ein schönes Stück nochmal kleiner machen? Ja, aber ich kann alles. Ich kann fast alles. Vegetarier. So, Sanka, hau rein. Das sind die Vegetarier. Aber ich schneide das so durch, wegen der Fleischfaser. Die Ribeyes und so weiter. Ja, super. Die können auch nicht widerstehen, die Vegetarier. So, Kinders. Ihr müsst das jetzt auch essen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Nee, und deswegen nimmst du da auch deine illegalen Finger weg. So. So sehen nämlich. Und die sind garantiert durchgegrillt. Meinst du? Weil Medium ist der Fall. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich kann das ja nicht. Ich bin ja Vegetarier. Genau. Also man muss ja nicht alles als Vegetarier kennen. Also so. Aber weißt du was? Das sehen wir jetzt. Milchschnitt? Ja, klassisch. Klassisch. Aber wir lassen es noch einen Moment hin. Ja. Das ist der Moment, RTL würde jetzt eine Werbepause annehmen. Werbepause? Ihr trinkt ein Bier. Ihr ist genau. Was haben wir, einen Grill? Nee, haben wir nicht. Hä? So. Ob ihr gedreht habt oder nicht. Hast du gedreht? Ja, ja, klar. Aber wie oft? So wie sie es gehört. Einmal. Zehnmal.
Geflippt. Du kannst heulen. Ah, ist schon geil, oder? Ja. Schön. Ja. Ist das jetzt das Direkte oder das? Nee, es wird halt kalt. Es wird halt kalt. Achso, ich darf jetzt sie. Es wird halt nur kalt. Es macht nichts. Einmal? Bei mir gibt es auch die etwas dickeren Stücke. Ole ist da mal so ein bisschen. So ein bisschen. Genügsam, genau so heißt das Wort. So. Gourmet heißt beim, beim, beim zweiten haben wir es übrigens auch, ne? Also nur mal so. Das ist jetzt übrigens, das sind die Stücke, die jetzt indirekt vorgezogen worden sind. Klar. Durch kann ich nicht. Wie lange lässt du die indirekt? Das ist zu viel, aber das geht. Wie lange lässt du die? Genau. Die waren jetzt knappe 10 Minuten. So, aber hier, auch hier sieht man wieder Rauch ran, ne? Also das kann der Märklinger perfekt. Ist so, 10 Minuten drauf, Rauch ran drauf. Ja, bitteschön. Ja, jetzt sind sie schüchtern, ne? Es ist ja genug da, es ging ja voll um das Eckstück. Ja, genau, es ging nur um dieses eine Eckstück. Das eine Eckstück, genau. Ja, ja, genau. So, die Eckstückesser sind das hier. Greif zu. Ne? Auch Vegetarier. Ja, ja. Ja, ja, kenne ich irgendwo. Ab heute. Aber, ja, genau, ab heute. Ich brauche bitte wieder ein halbes Vegetarierstück. Du darfst auch ein Viertel-Vegetarierstück. Welches Vegetarierstück möchtest du? Das bei dir? Das hatte ich mir schon gedacht. So. Immer dran denken, ich habe noch zwei. Also von daher, das muss gegessen werden. Sonst muss ich das essen und das ist schlecht. Warum muss es dann neue Kleider geben? Nee, aber es wird eng hier. Doch mal, ich bin ja Vegetarier. Ich bin ja Vegetarier. Das muss der ganze Abend ja schon sagen, dass er Vegetarier ist. Ich hab so viel. Ja, ihr habt dich schon vermisst. Erotik am Pizzateig. Yes. Ich merke das schon. Eieieiei. Ja, auf dem Rand kommt auch Tomaten. Ja. Ja, natürlich. Was magst du mit drauf machen? Wir wollen den Rand ja auch lecker machen. Und wenn man da schon kein Käse. Wir machen es bei dem Rand auch lecker weg. Ja, lecker. Das lecker weg. Ja, ich sehe es. Er macht Pizza, Käse auf den Pizza auf den Käse rauf. Make pizza great again. Wenn ihr mir morgen mit Alkohol kommt, ne, dann ist sowieso Essig hier. Essig oder Essig nicht? Ja. Aber hast du euch mitgezählt? Nee, wir haben auch unsere. Oh, aber wir nehmen das Brot morgen gerne wieder. Lecker Brot. Aber das Brot ist geil, gell? Ja. So, was haben wir denn da? Das ist ein neues Brot. Das ist Mineralwasser, genau. Okay. Also, der macht sich auch ganz schnell beliebt, oder? So. Was hast du? Jo, dann rein in. Nee, der kommt das später. Oh. Aber ich kann das nicht. Du kannst das nicht? Ich bringe ihn noch Plattdütsch in die Jungen.